Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video bei Mileis Welt. Und zwar, einige haben es ja schon gesehen, wir stellen euch heute Mileis Hoverboard vor und ihren iPod. Viele haben sich ja schon gefragt, ob Mileis jetzt ein Handy hat. Nein, es ist ein iPod ohne SIM-Karte. Mileis kriegt noch kein Handy. Oh. Ist ja eigentlich wie ein iPhone. Nur, dass man nicht telefonieren kann. Die ganzen Apps kann man draufladen, hat an sich die gleichen Funktionen wie ein iPhone. Ich habe ihr das eigentlich als Ergänzung gekauft zu ihrem Hoverboard. Der spielt nämlich Musik ab, das zeigen wir euch dann noch. Da gibt es zwei Apps zu dem Hoverboard. Direkt von Blue Wheel und TauTau heißt es, und mit dem TauTau kann man dann eben Musik abspielen. Man kann Einstellungen machen, das zeige ich euch auch noch gleich. Und gleich vorweg, das ist keine Werbung. Ich habe beide Geräte gekauft. Für den habe ich mich entschieden. Ich habe einfach im Internet gegoogelt, habe ein paar Tests gelesen und der kommt immer relativ gut weg mit Tests und so weiter. Gibt aber auch einen negativen Punkt, den will ich sagen. Man kann nämlich per App die Geschwindigkeit einstellen, funktioniert irgendwie nicht. Also der piepst dann zwar früher, aber er fährt trotzdem genauso schnell. Also ich weiß nicht, was das dann mit Sicherheit zu tun hat. Könnte man nachbessern. Das war der Warnton für die Höchstgeschwindigkeit. Also wenn man die runterregelt, piepst er noch früher. Also das waren dann jetzt so 18, 20 km/h und dann fängt er zu piepsen an. Jetzt zeige ich euch den mal aus der Nähe. Mileis wollte ja unbedingt so ein Galaxy Design. So schaut der aus, hat vorne LED-Lichter in blau. Da sieht man das Akkuzeichen hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Ja, da ist das grüne Akkuzeichen und dass er an ist. Und wie lässt er sich fahren? Gut. Gut. Also jedes Hoverboard lässt sich, glaube ich, nach meiner Art gleich fahren. Weil du stehst halt gleich drauf, bloß ist es halt nach der Größe manchmal anders. Aber es macht Spaß. Ich habe Mileis dazu auch eine Schutzausrüstung gekauft, die hat sie am Anfang immer getragen, jetzt ist sie schon relativ sicher. Die Handschuhe trägt sie eigentlich immer, habe ich auch gesagt, die sind ganz gut, weil dann kann man sich auch mal abfangen, ohne dass man sich aufschürft. Egal ob man nach hinten fällt oder nach vorne, normalerweise fängt man sich ja immer mit den Händen ab und ja, wenn man dann irgendwie auf den Kiesel oder auf den Teer, dann schürft man sich die Hände oder Knöchel auf und darum trägt sie zumindest immer die Handschuhe. Dann gehen wir mal kurz in den iPod rein. Mileis hat das, glaube ich, bei Spiele verpackt. Das ist die Blue Wheel App und das ist diese TauTau App. Muss man mit Bluetooth verbinden und dann sieht man jetzt hier schon Einstellungen. Spiegelt ein bisschen. Seht ihr, wie schnell Mileis fährt? Sieht man da? Bleibt ein bisschen in der Nähe, Mileis. Das hier unten ist die Reichweite vom Akku, glaube ich. Hier sieht man den Akkustand, 89%. Frohe Fahrt, hier unten kann man Einstellungen machen, da gibt es auch noch so Challenges. Ich will jetzt eins machen. So Tageschallenges. 30 Sekunden Herausforderung, 100 Meter Herausforderung und so weiter. So Sachen kann man da machen. Dann hat man immer ein bisschen was Neues. Dashboard. Das war das hier. Hier kann man Einstellungen machen. Fortschrittlich, normal, primär. Akku, Strom, Temperatur. Und ihr könnt das Hoverboard auch ausschalten. Ausschalten und einschalten mit der App. Hier sind die Einstellungen. Da kann man jetzt eben die Geschwindigkeit regulieren.
Aber es macht keine Änderung, außer dass er früher piepst und darum haben wir es jetzt auf volle Geschwindigkeit eingestellt. Da steht 15 km/h, er fährt aber 20. Lenkempfindlichkeit kann man einstellen und so weiter. Also das fand ich ganz cool. Hier noch Ausschalttimer, wann er von selber ausschaltet, wenn man es vergessen sollte. Ja, und dann das Allerwitzigste dran ist halt, das war auch der Grund, wieso ich einen iPod mit dazu gekauft habe, er spielt Musik ab. Milay, start mal eine Musik, komm. Welche soll ich machen? Hör das? Und das ist halt cool, kann man durch die Gegend fahren mit dem Hoverboard und hat die Musik mit dabei, muss halt keine Kopfhörer aufziehen, hört dann auch, was außenrum passiert. Also ich finde das sogar ein Punkt für die Sicherheit, weil wenn man Ohrhörer drin hat, hört man das Restliche nicht mehr, das ist immer nicht ganz so gut. Cool, oder? Lass mal Musik laufen und dann fährst du ein bisschen, komm. Ja, meine Lieben, das war die Vorstellung von Milays Hoverboard und iPod, kein Handy. Und warum hat sie das Ganze bekommen? Wir waren ja 2 Tage in Frankreich, wo Milay für den Werbespot mitgemacht hat und das war schon ein bisschen harte Arbeit, muss ich sagen. Und da hat sie so toll mitgemacht und darum haben wir gesagt, sie darf sich was wünschen. Und sie hat sich das Hoverboard gewünscht und das iPod habe ich ihr mit dazu geschenkt, weil sie ja 3 Wochen im Urlaub war. War mehr oder weniger so eine Überraschung. Und das wollte ich ihr dazu schenken, weil ich es einfach cool fand, wenn sie da rumfahren kann, ein bisschen Musik hören kann und so weiter. Darum hat sie jetzt die 2 Sachen bekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt uns einen Daumen nach oben. Abonnieren und Glocke aktivieren. Tschüss.